das hoch 20. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stress TV, der Sendung zum am 23.07. erscheinenden Egotronic-Album mit dem Namen Stress. Audiolith hat nämlich jetzt die Schallplatten geschickt und ich packe die jetzt nämlich mal aus. Ich habe mir sagen lassen, man macht ein Unboxing-Video. Ich bin schlecht vorbereitet, wir haben wirklich kein Cuttermesser, kein gar nichts. Ich habe nur eine Schere und hoffe, dass ich das damit hinkriege. Ohne Verluste. So. Mal gucken, was Audiolith mir da alles reingepackt hat. Zwischendrin an die Elektrolyte denken. ZSK. So, liebe Grüße von uns an euch. Vom Audiolith with Heart. Dazu gibt es Aufkleber. Egotronic. Nie am Abgrund, immer drüber. Dieses wundervolle Artwork, das übrigens der Hannes gemacht hat, früher Captain Kappa. Dann hier, das sind ein paar Singles. Weil wie manche von euch wussten oder wissen, ist es ja so, dass es ganz kurz Bundle gab mit einer Single, die ich alleine noch aufgenommen hatte, nachdem wir die Platte aufgenommen hatten, die Einzelkampf-EP. Dieses Bundle ist mittlerweile ausverkauft und hier sind noch 5 Belegexemplare drin. 200 Stück sind in den Verkauf gegangen. Die sind alle weg. Das freut mich total. Zum Signieren. Okay, es gibt also auch Signierwünsche. Hier ist also eine CD-Box mit 25 CDs. Wunderbar, oder? Und auf der Rückseite, die sind zum Unterzeichnen. So, ich mache mal eine auf. Weil ich muss die ja eh aufmachen zum Unterzeichnen, sonst geht es gar nicht. So, Müll. Und jetzt kann ich mal aufklappen, dann seht ihr die von innen. So. Und hier das Booklet. Oh, die Katzen machen Trubel. Alles in diesem schicken 70er Jahre Kung-Fu-Style. Hier die ganze Combo auf einen Streich. Und dann hier noch ein Text, den ich dazu geschrieben habe für dieses 20 Jahre Jubiläumsalbum. Diese CD gibt es, so wie die jetzt hier aussieht, bei Audiolith vorzubestellen. Links zu dem ganzen Scheiß hänge ich später unter das Video. Kommen wir jetzt zu Vinyl. Auch zum Skizzieren. Signieren. Mensch, 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 wir sind solche Popstars. Aber kommen wir jetzt zum Herzstück. Das Album. Ganz im Ernst, ist wahrscheinlich das schönste Egotronic Artwork von allen Platten, die wir bisher rausgebracht haben. Ich sage nochmal ganz großes Lob an den Hannes, der das gestaltet hat und auch an den Bastian, der die Fotos gemacht hat. Ganz, ganz stark. Ich muss schon sagen, ich bin wirklich selber total angetan. So, hier, wunderbar, das Inlay. Ich bin so verliebt in dieses Artwork. Geil, oder? Jetzt mal ernsthaft. Und hier so die Kinokarten und so. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und dann ist hier, wie gesagt, der ganze Text, den ich geschrieben habe. Ach, weißt du was? Ich trage ihn jetzt schnell vor. 20 Jahre Egotronic. Denn genau dieses Mal ist bei 2 Songs Andreas Dorau dabei. Brust! Könnt ein Tränchen verdrücken, weil sie so schön geworden ist. 3 LPs zum Signieren für Audiolith-Menschen. Und Poster für uns! Weil ich habe schon gemeint, das wäre wahrscheinlich das erste Artwork, was ich mir wirklich selbst sogar mal an die Wand hängen würde. Und das sind die Poster. Die sehen Hammer aus, echt wahr. Und drunter ist dann auch ein Textausschnitt von Jubiläen. Mögen all die Jubiläen bitte schnell vorübergehen. 20 Jahre Platte 10 sind direkt 2 Jubiläen. Gerade wir und Jubiläen, das war echt nicht abzusehen. Drum mögen all die Jubiläen bitte schnell vorübergehen. Mit Andreas Dorau zusammen getextet, da ist es dann doch schön, ein kleines Jubiläum zu haben, ne? Irgendwie, Andreas. Für alle, die es verpasst haben, jetzt können zwar traurig sein, aber weil das wäre das Bundle gewesen. Ich meine, what the fuck, ist das schön oder ist das schön? Hannes, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie ich dieses Artwork liebe. Ich signiere jetzt die Dinge, die praktisch signiert werden sollen. We'll be right back.
So, liebe Leute, während ich hier jetzt noch weiter CDs und LPs signiere, sage ich aber trotzdem schon mal Tschüss. Mir bleibt zu sagen, bitte weiter vorbestellen, auch wenn das Bundle aus ist, diese wunderschöne CD oder auch diese wunderschöne LP gibt es nach wie vor vorzubestellen mit ganz wundervoller, frischer Musik, 20 Jahre Egotronic. Interessant übrigens für Leute, die die neue Richtung mögen, als auch die alte, weil zum Teil ist da Musik drauf, ihr werdet es hören, Songs, die auch so auf der ersten Platte hätten stattfinden können. Das macht es für mich so ein bisschen rund diesmal. Jedenfalls, vielen, vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt, dass ihr uns supportet und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 20 Jahre Egotronic. Nie am Abgrund, immer drüber. Stress hoch 20!